Im heutigen Video teste ich 46 Mythen in OG Fortnite und gucke, ob sie funktionieren. Und dabei waren einige Dinge, die ich echt nicht erwartet habe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Mythe an. Okay, anscheinend soll es Double Pump wieder geben. Probieren wir es direkt aus. Und nein, es geht nicht. Schade. Das wäre aber auch echt zu cool gewesen, wenn sie das in die OG Season wieder hinzufügen. Aber vielleicht geht das Ganze ja mit Double Tag. Probieren wir es direkt aus. Und nein, es gibt auch einen Cooldown. Schade. Kann man in Retail Row noch bei den OG Schaukeln gebannt werden, wenn man schaukelt? Okay, nee, man kann gar nicht mehr schaukeln. Das heißt, man kann nicht mehr wegen dem Bug gebannt werden. Tanzt der Fisch in Retail Row immer noch mit, wenn man selber tanzt? Und ja, oh mein Gott, er tanzt einfach, wie geil. Das ist auf jeden Fall ein mega cooles Secret. Und er macht sogar Musik. Kann man Double Tag Pump spielen? Okay, nee, das geht auch nicht. Kann man noch wie früher durch die Edits gucken? Okay, das geht auch nicht mehr. Man kann es nur noch durchgucken, aber sie sind nicht mehr so unsichtbar wie früher. Kriegt man in den Minibüschen Fallschaden? Ja, kriegt man. Kann man noch die alten Autos fahren? Gibt es irgendwo einen Knopf? Nee, man kann nicht einsteigen. Das heißt, man kann nur noch mit den Golfcars fahren. Haben die Ice Cream Trucks immer noch wie früher 1000 oder 10.000 AP? Nope, sie haben nur noch 400 AP. Schade, dass sie das nicht drin gelassen haben. Gibt es noch den geheimen Raum unter der Brücke in Tomato Temple? Mal schauen. Okay, hier ist er nicht. Ist er vielleicht woanders? Hier höre ich Kisten. Hier könnte er sein. Ja, hier ist der Geheimraum. Fortnite hat ihn nicht rausgenommen. Gibt es noch die OG AR Sounds oder Pump Sounds? Okay, AR leider schon mal nicht. Und Pump ja leider auch nicht. Ich finde es echt schade, dass Fortnite die alten Sounds nicht reingebracht hat. Gibt es noch den OG Bunker in Wailing? Ja, den gibt es noch. Kann man den Bunker auch aufmachen? Nee, leider nicht. Aber ich glaube, da ist sogar gar nichts drin. Es sieht nur so aus, als wäre da einfach schwarz. Stirbt man wieder am Rand der Map? Finden wir es heraus. Und ja, man geht wirklich drauf. Ich glaube, so viele neue Spieler werden daran sterben, weil sie es nicht von früher kennen. Safest du dich von Volldamage, wenn du einen OG Busch anhast? Probieren wir es auf, springen wir runter und oh, man kriegt immer noch richtig viel Fallschaden. Stimmt es immer noch wie früher, dass eine Granate auf genau 80 Metern explodiert? Probieren wir es aus. Und okay, das hat schon mal nicht gut funktioniert. Ich mache mal ein bisschen höher. So auch nicht. Vielleicht so. Okay. Mist, busted. Kann man in Loot Lake jetzt schwimmen? Probieren wir es aus. Nope, man ist immer noch genauso langsam wie früher. Das heißt, Schwimmen wurde auch rausgenommen. Bestimmt kennt ihr diesen Clippy von Ninja. Why can't I build? Why can't I build? Why can't I build? Und wir probieren aus, ob man immer noch nicht bauen kann. Okay, doch. Jetzt kann man in Loot Lake bauen. Sonst wäre es, glaube ich, auch sehr nervig geworden. Kriegt man von einem Grappler noch immer Fallschaden? Gehen wir einmal hoch und wieder runter. Und nope, man kriegt keinen Fallschaden mehr vom Grappler. Laufen die neuen Lamas immer noch weg oder sind sie wieder so wie früher? Gehen wir mal ran. Okay, es läuft nicht weg. Das heißt, man kann es wahrscheinlich öffnen, oder? Ja, man kann es öffnen. Das heißt, die Lamas sind wieder so wie früher. Kriegt man im Wasser von Loot Lake Fallschaden? Ja, kriegt man. Kann man, während man in meinem Auto ist, grabbeln? Ja, man kann damit das Auto weiterfahren. Das ist auf jeden Fall witzig. Saven dich die Golfkarts von Fallschaden, wenn man oben drauf springt? Ja, auf jeden Fall, genauso wie früher. Kann man sich im Tunnel bei Loot Lake immer noch hier oben vercampen? Probieren wir es mal aus. Okay, so kommt man nicht hoch. Kommt man so hoch. Okay, da kann man erstmal nicht rein. Okay, hier komme ich schon mal nicht rein. Kann man hier vielleicht rein? Oh, ja, es geht noch. Und jetzt bin ich einfach hier oben. Man kann sich zwar nicht richtig bewegen, aber man kommt noch hoch. Myth confirmed. Kann man immer noch so wie früher in der Soccerhalle Fußball spielen? Hier ist ein Fußball und geht es noch? Kann ich ein Tor machen? Man kann auf jeden Fall schießen. Kann man noch ein Tor machen? Ja, es geht noch. Geil. Geht das Ganze auch mit meinem eigenen Ball? Ja, geht auch. Perfekt. Stoppen dich die Shopping-Cards von Fallschaden. Probieren wir es aus. Haben wir hier runter. Boosten, let's go. Und kriegen wir Falldamage? Nope, kein Falldamage, aber man fällt raus. Aber kriegt kein Falldamage. Gibt es auf der Map die Heuhaufen aus Chapter 2? Wenn es irgendwo geben sollte, dann hier. Mal schauen. Gibt sie hier? Nope. Oh, warte, da hinten. Da habe ich einen gesehen. Mal gucken, ob man noch reingehen kann oder ob der nur Deko ist. Und kann man rein? Ja, man kann rein. Das heißt, das gibt es jetzt auch auf der OG-Map. Kann man mit einem Golfauto einen kleinen Berg hochfahren? Probieren wir es aus. Und okay, nee, das sollte, glaube ich, nicht klappen. Probier es nochmal aus.
Nee, das geht nicht. Mist bastet. Gibt es bei diesem Platz hier in Tilted immer noch einen geheimen Raum unter der Map? Schauen wir mal nach. Ich glaube, der war immer irgendwo hier. Oder? Ja, hier ist er noch. Und er hat sogar noch die Kiste. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr den auch kanntet. Kann man immer noch auf diese Feuerdinger draufspringen, wenn man sie kaputt macht? Kommt noch Wasser raus? Ja, und? Es geht immer noch. Lol. Myth confirmed. Kann man immer noch eine Klingel kaputt machen? Ich klingel ganz viel. Ja, sie ist kaputt gegangen. Myth confirmed. Passiert irgendetwas Besonderes, wenn ich das Rennen hier schaffe? Okay, es geht los. Vielleicht kommt da irgendeine besondere Animation oder sowas. So wie auch beim Tor. Das wäre mega cool. Okay, hier lang. Ein bisschen driften. Okay, letzte Kurve. Ich bin fast da. Wird irgendetwas passieren? Okay, wir fahren durch und... Kommt irgendeine Animation? Nope, es kommt nichts. Myth busted. Kann man mit dem Golfkart hupen? Ja, kann man. Gibt es in der OG-Season noch Loot Drops? Ja, Myth confirmed. Mal schauen, was rauskommt. Okay, keine Waffe. Kann man sich noch mit einem Jump Pad saven? Ja, geht noch. Kann man sich von zwei Lagerfeuern gleichzeitig healen lassen? Wir testen es. Ich fach beide an. Und ja, wir bekommen doppelten Heal. Das könnte auf jeden Fall echt ein gutes Strat werden. Vor allem, wenn man noch zwei Lagerfeuer so bekommt aus dem Loot Drop. Und ich bin jetzt schon full. Das geht echt doppelt so schnell. Gibt es wieder die OG No Skins? Und, was habe ich für einen Skin? Nee, leider nicht. Ich habe den Chapter 4 No Skin bekommen. Das heißt, Myth busted. Kann man im neuen Shop noch den Creator-Code Lenny-OG eintragen? Und, ja, es geht noch. Also macht das gerne, Leute. Würde mich mega freuen für die aufwendigen Videos. Kostet euch gar nichts, aber unterstützt mich mega. Also, Myth confirmed. Kann man noch die Chapter 2 Kühlboxen durchsuchen? Ja, kann man. Und was kommt raus? Okay, es kommen leider nur die Früchte raus. Keine Flopper oder so. Das heißt, man kann sie noch durchsuchen, aber es kommt nicht mehr der richtige Loot von früher raus. Kann man C4 an ein Auto dran machen? Oh, sollte gehen. Und kriegt der Mitfahrer auch Schaden? Ich probiere es aus. Okay, nee, er kriegt keinen Schaden, aber das Auto geht kaputt. Kann man mit einem Golfkart Gegner Schaden beim Überfahren machen? Probieren wir es aus und... Ja, das hat ihn cracked gemacht. Myth confirmed. Kann man Granaten auf dem Jumppad bouncen lassen? Ah, nee. Kann man einen Spieler mit einer Boogiebomb aus dem Auto rauskicken? Okay. Nee, geht anscheinend nicht. Okay, wir probieren es direkt nochmal aus. Okay, doch, es funktioniert. Eben hat es irgendwie nicht funktioniert, aber er ist geboogiebombt und aus dem Fahrzeug automatisch ausgestiegen. Kann man mit einem Einkaufswagen einen Spieler Schaden machen? Ja, 26 Damage. Myth confirmed. Kriegt man mit den blauen Impulsgranaten immer noch Fallschaden? Ja, kriegt man. Kann man mit einem Golfkart riften? Oh, ja, es geht einfach. Und wenn man dann abspringt, kriegt man dann Falldamage. Oh ne, dann kann man Gleiter aktivieren. Okay, auf jeden Fall Myth confirmed. Kann man den Luftballon von einem Loot Drop immer noch abschießen? Und ja, es geht immer noch. Kann man auch mit einem Shopping-Cart driften? Und? Ja, es geht auch wieder. Kann man auch wieder Gleiter öffnen? Ja. Myth confirmed. Kann man in der neuen Season noch gerocket-ridet werden? Okay, ich wurde gerocket-ridet. Danach ist die zwar kaputt gegangen, aber Myth confirmed, ich wurde kurz gerocket-ridet. Okay, Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und ciao.